Bleiben wir beim Grundsätzlichen. Es soll niemals vergessen werden, auch was damals passiert ist. Auschwitz ist jedem ein Begriff. Und doch, wenn es ums Detail geht und wie das entstand und was dort passiert ist, dann haben vielleicht einige an den Schulunterricht unterschiedliche Erinnerungen. Aber im Detail ist ja vieles auch vergessen worden, dass das eine industrielle Tötungsmaschine war, in der bis zu 1,5 Millionen Menschen starben. Das sind Zahlen, unter denen man sich ja auch gar nichts mehr vorstellen kann, die so unglaublich klingen, dass es schwer vorzustellen ist, wie das auch entstehen kann. Was ist unter diesem Lager zu verstehen? Wie konnte das passieren? Also das ist das Gefährliche eigentlich, was Sie jetzt gerade skizziert haben, dass man angesichts der Monstrosität dieser Zahlen und dieses Lagers einfach darüber hinwegkommt. Und das sind es dann die Details, die, glaube ich, auch wichtig sind. Ich war gerade Anfang letzter Woche wieder in Auschwitz und es geht mir jedes Mal gleich, wenn man dann in die Augen der Kinder sieht, die da auf den Fotos sind und weiß, die werden jetzt in die Gaskammer geführt. Oder wenn man hört, die Berichte auch von Maria Stromberger liest, wie ein SS-Mann ein Kleinkind an den Füßen packt und mit dem Kopf an die Wand schleudert. Wenn Stromberger erzählt, wie nackte Männer auf dem LKW in die Gaskammer geführt werden im Jänner, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, was da passiert. Also es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man sich mit den Details auseinandersetzt. Und eines ist besonders wichtig, wenn man immer wieder fragt, warum und soll man nicht endlich Schluss sein. Diese Opfer haben es verdient, dass man zumindest ihrer gedenkt. Ja, dass man das nicht vergisst, was sie durchgemacht haben. Und es ist natürlich auch eine Mahnung für die Gegenwart. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen.